Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Ultra Hardcore Challenge. So, wir sind hier immer noch unterwegs, den Weg wieder zurückzufinden. Wir wollten in der letzten Folge einen kleinen Ausflug machen, um zu schauen, ob wir unser erstes Dorf wieder finden oder generell ein anderes Dorf. Der Trick mit der Karte hat insofern leider nicht funktioniert, den uns der liebe Rap-Nerd gegeben hat. Trotzdem nochmal danke für die Idee. Es war ja auf jeden Fall ein Versuch wert und bin da immer gern offen, sowas zu versuchen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, wie ich zu unserem ersten Dorf zurückkomme. Da wäre normaler Fichtenwald jetzt. Ich glaube, dass wir hier irgendwo in dieser Richtung, in diesem Gebiet da zurückfinden. Das müsste irgendwo hier sein, rein von meiner ja nicht so guten Orientierung her. Und dann müssen wir halt wirklich hergehen, Freunde, und schauen, ob wir anderweitig an Level kommen, damit wir unsere Rüstung fertig verzaubern können und dann das Zeug halt aus dem Nether holen. Ein Fernrohr wäre gut, wenn wir sich bauen, ne? Habe ich eh schon gesagt, glaube ich, in der letzten Folge. Ich schwimme jetzt einfach mal rüber. Mir kommen die Tage so extrem kurz vor gerade. Das kann ich mal mich halt alles gar nicht erinnern. Oh, da wird es immer finsterer und finsterer. Und es wird schon wieder Nacht, ne? Es sind Monster in der Nähe. Hallo Creeper. Könnte jetzt blöd werden beim Aufstehen. Drum schnell weg hier. Bist nur ein Schaf? Ein Schaf. Mäh. Aber sonst findet man hier irgendwie nicht wirklich was, ne? Drüben kommen wir wieder rauf. Ich schaue halt auch immer ein bisschen in die Ferne, ob ich irgendwo Rauch aufsteigen sehe. Aber das tue ich. Aua! Nein, verdammt, die Büsche, auf die habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich nicht an die Büsche gedacht. An die Bärenbüsche. Müll. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin. Bin mir echt nicht sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. Wobei, jetzt, wir hatten ja dieses Biom hier direkt neben uns. Pilze. Wir hatten dieses Biom ja direkt neben uns auf der Nachbarinsel. Das heißt, wir könnten schon richtig sein, ne? Jetzt noch ein paar rote Pilze und dann bin ich zufrieden. Ich muss jetzt echt mal probieren, wie es funktioniert mit dem Pilze selber anbauen, ne? Weiß ich nicht, eher so. Gefühlt sind wir sehr lange nach hier gegangen. Also müssen wir eigentlich gefühlt in diese Richtung ein bisschen gehen. Schwarzer Wolf. Warte mal. Da sind wir mit dem Boot vorbeigefahren. Da, an das kann ich mich erinnern, glaube ich. Da sind wir hier so rein mit dem Boot, ne?
Da sind wir doch mit dem Boot hier reingefahren. Oder? Hier so? Da müsste irgendwo jetzt unsere Insel auftauchen. Ich schau mal kurz, ob da eh nichts Böses ist. Kann ich essen beim Schwimmen? Ja. War das nicht so? Da wäre Eisen. Komm, wir brauchen kein Eisen. War das nicht so, dass wir hier irgendwie so rein sind? Ich würde hier gerne mal wieder an Land gehen. Vom Gefühl her sind wir irgendwo ganz, ganz nahe an unserem Dorf. Aber mein Gefühl hat mich schon öfters getäuscht, ihr wisst das. Weil hier ist jetzt wieder Schnee. Warte mal. Lass mich mal kurz ein bisschen hier entlang. Schnee hatten wir ja nicht, ne? Es muss irgendwo hier sein. Dass hier so wenig Dörfer gespawnt sind in dieser oder generiert worden sind in dieser Map. Also in dieser Welt. Es war knapp. War knapp. Ich gebe es zu, es war sehr knapp. Das hätte böse enden können. So. Mir kommt das halt einfach voll bekannt vor gerade. Also falls wir dieses Dorf nicht wiederfinden, dann werde ich definitiv mit Koordinaten spielen, ja. Glaube ich. Weil da haben wir einfach schon alles. Und das alles nochmal aufbauen, ich glaube, das interessiert weder euch noch mich. Hier, das kommt mir doch so bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Oder schaut für mich einfach alles gleich aus? Kennt ihr das? Manchmal, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und es schaut auf einmal alles aus, als wärt ihr schon tausendmal da gewesen. Das kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Da war Kohle. Die nehmen wir kurz mit, oder? Ist das Kohle? Ja. Kohle nehme ich halt hauptsächlich wegen der Level mit. Na, Kohle kannst du immer brauchen. Ist viel Kohle. Mittlerweile haben wir ja eine relativ gute Spitzhacke, na, da geht es super schnell, das Abbauen.
Oh, warum schlaft mir heute die Hand so ein? Wenn das Eisen schon am Weg liegt, dann werden wir es nicht verwaisen lassen, ne? Ups. Ich glaube, ich laufe irgendwie voll im Kreis. Ist das der Fichtenwald, der gegenüber von uns ist, ne? Auf der anderen Seite des Flusses. Oh, da sind rote Pilze auf jeden Fall schon her. Das heißt, wir könnten uns eigentlich zwei Heilsuppen herstellen. Ist es der Fichtenwald, was gegenüber uns ist? Wahrscheinlich mit Sicherheit nicht. Ich glaube, jetzt bauen wir dann ein Boot. Ich glaube, ich sollte mir dann mal ein Bötchen bauen. Dann wird das ein bisschen schneller gehen hier. Boah, hat's mir zerschrocken. Was ist denn das für eine neue Minecraft-Musik? Die kenne ich ja gar nicht. Und sorry, falls die Musik für euch zu laut ist. Boah, bin jetzt erschrocken. Geh mal, Rita, da bist du komplett falsch. Irgendwo da in die Richtung, ne? Glaube ich. Wobei meine Orientierung mich jetzt, glaube ich, schon ziemlich täuscht. Die täuscht mich gewaltig, ne? Meine Orientierung führt mich ziemlich in die Irre. Ich mag nicht am Sand bauen, falls es dann ein Block-Update gibt. Schlafen wir mal. Boah. Ich schlafe die ganze Zeit der kleine Finger. Also, nein. Und wenn ich jetzt die Karte nochmal in die Hand nehme, einfach nur zwecks Testen, ja. Wir sehen, der Kompass ist weg, ne? Wir sehen, der Kompass ist weg. Das heißt, es bringt mir gar nichts, die Karte. Komm, lass uns kurz ein Boot bauen. Ich wollte eigentlich eine Werkbank bauen, ne? So. Oh Mann. Sie will dann nochmal reinfahren hier. Wir müssten dem Ganzen so nah sein. Da ist nichts, ne? Wir fahren da jetzt mal links um die Insel herum. Mein Gefühl sagt mir, wir sind sehr, sehr nah an zu Hause. Die Realität ist wahrscheinlich was anderes und meine Orientierung ist nicht mehr vorhanden. Ja, da kannst du wieder mal sehen, wie schnell du dich hier irgendwo in Minecraft verirren kannst, ne? Total weird, verirrt.
Hallo Schildkröte. Ich bild mir ein, wir sind doch damals auch hier vorbeigefahren. Oder nicht? Wahrscheinlich eher oder nicht. Ihr Lieben, in 3 Tagen feiere ich übrigens mein YouTube-Jubiläum, mein viertes, der vierte YouTube-Geburtstag, seit es den Kanal gibt, beziehungsweise das erste Video am Kanal gibt, sagen wir so. Da möchte ich auch ein bisschen was machen. Habe an dem Samstag, es fällt genau an einen Samstag und habe genau an diesem Samstag auch kinderfrei. Ne. Wir finden auf jeden Fall zurück. Wir suchen so lange, bis wir zu Hause sind. Wobei es jetzt auch feiern wird, gerade wenn wir zumindest ein anderes Dorf finden würden. Die Bäume schauen alle von der Weiten, von der Ferne so aus, als hätte ich sie gebaut, ne? Aber leider immer nur von der Ferne. Das ist so ein riesiges Biom. Auf jeden Fall wird es da einen Livestream geben und ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich auf den Stream mit euch gemeinsam. Würde mich freuen, wenn ihr zahlreich mit dabei seid. Vom Programm her weiß ich noch nicht ganz genau, was wir machen werden im Stream. Auf jeden Fall eine gute Zeit haben, hoffentlich gemeinsam. Und ah, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht schauen wir uns dann auch gemeinsam unser erstes Nubing-Video an oder gehen wieder mal zurück nach Nubing oder irgendwie sowas. Na, irgendwas. Irgendwas fällt mir da noch ein. Ha. Da ist echt nichts. Außer Füchse. Außer Füchse. So, da gehen wir an Land. Schauen wir. Na, was wie? So, okay. Ups. Schauen wir, ob wir so ein bisschen was finden. Ich habe echt, glaube ich, noch keinen Seed gehabt, wo so wenig Dörfer waren. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe mich verirrt. So. Wo ist mein Boot? Ups. Das kommt mir ja auch schon wieder bekannt vor, ne? Arg. Na? Ich habe zu viel 7 Days gespielt, ganz eindeutig. Hab da jetzt so viel vorproduziert in 7 Days, weil es einfach so Laune macht, das Spiel. Kuh, weißt du den Weg? Da? Okay. Kuh hat gesagt, man soll mal in die Richtung gehen, ne? Wir vertrauen der Kuh. Wobei ich hier, glaube ich, nicht vertrauen sollte.
Ich kann mich noch erinnern, wie wir das neue Dorf jetzt gefunden haben oder am Weg zum neuen Dorf waren. Da waren wir ja auch in ein paar Dörfern, wo es Kirchen gab und die blöde Ahn hat nichts abgebaut dort, ne? Hätte man da einfach die Baustände mitnehmen sollen. Das wäre eine weise Idee gewesen. Aber leider war ich nicht so weise. Scheiße, ich war nicht weise. Kuh, wo geht's lang? Da. Okay. Danke. Witzig würde ich es finden, wenn wir jetzt wirklich so unser Dorf finden. Ah, na, da waren wir nicht. Das ist alles Neuland gerade hier. Ah, Mann. Da wird es jetzt wieder weiß, ne? Da wird es jetzt wieder weiß. Da kommt jetzt wieder dieses Riesenschneebiom, wo wir vorhin waren. Es das heißt aber, wenn das da jetzt ist, dann müsste es eigentlich in die Richtung heimgehen. Oder? Täuschen wir jetzt. Das ist wieder der Kornblumenberg. Das ist wieder der Kornblumenberg, Leute. Das ist wieder der Kornblumenberg. Aber der war nur blau und nicht rot. Hallo Hase. Okay. Rote Blumen. Rote Lippen sollst du küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind ja unserem Dorfe ja so nah. Nein. Ich höre schon auf, Entschuldigung. Ein kleiner Exkurs meines Gehirns. Wir brauchen echt ein Fernrohr. Es kann aber schon sein, dass wir hier richtig sind, ne? Wir sind ja einfach gerade drüber. Wir wissen ja nicht, ob da blau-rot-blaue Blumen gepflanzt waren. Eigentlich könnte schon sein, dass wir da richtig sind. Gleich wieder Sonne unter. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Kannst du nachts schlafen? Wir gehen dann gleich darüber und fahren einmal da um die Insel. Schade ist, dass das, ja, war leider total umsonst, ne? Und was ich noch viel schaderer finde, schaderer ist auch, kein echtes Wort. Was ich noch mehr schade finde, ist, dass man die Nitritrüstung nicht mehr einfach so bauen kann, ne? Dass man da jetzt das Rezept braucht. Also das finde ich jetzt nicht so cool. So, lass mich da mal kurz rüber, einmal rundherum sausen. Was kommt hier? Hier kommt Fichte, oder? Ja. Nee. Das ist Eiche. Sind wir nicht da vorhin runter?
Sind wir nicht da runtergekommen? Ich hoffe zumindest, wenn wir zurück sind, ja, und wir finden zurück, garantiert. Ey, kannst du mir bitte den Weg nach Hause sagen? Was hast du im Angebot? Ich habe kein Geld mit, aber trotzdem. Ha, sagt er, okay. Wenn wir zurück sind, können wir hoffentlich wieder traden. Sind wir so lange durch den Wald gelaufen vorhin? Finde es übrigens voll cool, die unterschiedlichen Wölfe jetzt, was gibt von den Farben her, Farbgebungen, dass sie da ein bisschen was gemacht haben. Aber das mit der Netherit-Rüstung hätte ich euch sparen können, Mo. Ja. So und so und so. Wir sind schon ein bisschen durch Wald gelaufen vorhin, ne? Der Schneeberg war doch nicht da. Da war doch kein, bei uns zu Hause kein Schneeberg, oder? Mann, ich habe echt so lange nicht gespielt. Ich habe viel zu lange nicht gespielt. Ich habe viel zu viel voraufgenommen, weil es einfach so Laune macht. Ist momentan mein Problem, ne? Ich habe nicht oft Zeit zum Spielen und wenn ich dann spiele und aufnehme und es macht mir Laune und es macht Spaß und dann da will ich gar nicht aufhören. Will ich einfach nicht. Na, 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 na. Das gibt's doch nicht. Und sonst findet man hier auch überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wenigstens ein anderes Dorf oder was? Und jetzt laufen wir wirklich mittlerweile, glaube ich, schon im Kreis, ne? Vor lauter Verzweiflung. Wie kommt es wieder Richtung Schnee? Schnee haben wir nicht gehabt. Wir hatten doch keinen Schnee. Mann, 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 Mann. Nip, 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 nip. Mann, 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 Mann. Nip, 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 nip. Das gibt's doch nicht. Aber gut. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wer gewusst hat, dass ich mich hoffnungslos verirren werde. Als wir aufgebrochen sind. Schreibt mehr Kommentare, ihr Lieben. Es wird dem Video so immens helfen und auch dem Kanal. Bei Minecraft bei mir momentan eh fast niemand guckt, ja, oder generell guckt gerade niemand. Videos bei mir oder sehr wenig. Was sicher auch mit dem Sommer zu tun hat, ich weiß. Sommer werden Videos generell weniger geguckt. Aber das demotiviert dann so richtig immer, ne? So richtig demotivierend. Dass du dann reinschaust und gesehen hast, na, das Video hat zu wenig Aufrufe. Ich nehme wenigstens meinen Pfeil. Wie geil. Ihr wisst schon, wo wir jetzt wieder sind, oder? Jetzt bin ich eigentlich in die Richtung gelaufen und jetzt komme ich da wieder zurück. Ey, gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind wir wieder beim Weltspawn. Aber da mag ich mich gerade erinnern, dass wir von hier gekommen sind, oder?
Erinnere ich mich da richtig, dass wir aus dieser Richtung gekommen sind? Ey, wie oft kann man eigentlich im Kreis laufen? Und war hier nicht irgendwo ein Pillager-Turm? War hier nicht irgendwo ein Pillager-Turm auch gewesen? Da erinnere ich mich gerade falsch. Eisennuggets. Wieso liegen hier Eisennuggets? Hä? Habe ich da mal Eisennuggets hergeworfen, aber warum? Wir sind ganz nah an zu Hause. Wir sind echt ganz nah an zu Hause. Es ist wirklich nicht weit. Jetzt müssen wir nur die richtige Richtung finden. Da oder da. Oder vielleicht meine Pfeile finden. Das wäre auch eine Idee, ne? Weiß gerade gar nicht mehr, wo ich den ersten gebaut habe. Das hier könnte doch unsere Insel sein. Das könnte es doch ganz leicht sein. Und plötzlich ist die schöne Minecraft-Musik wieder aus, ne? Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ist das hier irgendwo unsere... Jetzt dachte ich gerade, da wäre ein abgebauter Baum. Lava. Eher das hier, ne? Ah, wenn ich irgendwas sehe, woran ich mich orientieren könnte. Könnte hier sein, es könnte aber auch da sein. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt voll nah sind. Darum steige ich hier jetzt mal aus. Stelle mal hier mein Bett auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, baba, euer Marito.